So, Freunde, weiter geht's mit einer feurigen Runde Assassin's Creed Valhalla. Und wir sind hier in einem Lager und wollen jetzt mal heute Assassin's spielen. Habe ich gehört. Ja, also ein bisschen Assassinen-Gameplay sollte doch mal drin sein. Wir wollten hier zur Tonne rein und die hat, ja, Geld gewollt. Ich hatte kein Geld, so kam eins zum anderen. Und mein Ziel ist es, für dieses Lager so ein bisschen auf Stealth zu spielen. So ein bisschen im Verborgenen zu agieren. Mal gucken, ob es klappt. Bin ich gespannt. Hier auf jeden Fall ein Heuwagen mal wieder. Ja, da stehen zwei, da einer. Da hinten am Tor war, glaube ich, noch einer. Den hat man nicht so ganz gesehen. Warten wir erstmal ab, würde ich sagen. Ah ja, der hat uns direkt bemerkt. Geht es wieder? Es geht natürlich wieder. Attentat aus dem Heuballen. Mega gut, dass das wieder geht. Absolut needed. In Assassin's Creed Odyssey konnten wir nicht in den Heuballen drin bleiben. Dabei war das ein Core-Feature von AC. So, schön Loot. Oh, oh. Tür offen, aber hat uns keiner entdeckt. Hier gibt es einiges an Essen. Also ich finde wirklich dieses Essen, ah, das ist so eine Mangelware in AC Valhalla. Also HP wiederherstellen ist keine Selbstverständlichkeit. So, da sind wir hier auf diesem wunderschönen Dach. Wir können hier snipen, habe ich gehört, wa? One-Shot-Kill? Easy? Links. Meine Fresse. Ich freue mich auf Maus und Tastatur. Da unten die drei. Die Wow, wait. Stein? Kriegen wir den runter? Yes. Pass auf. Runter. Control it. Yeah. Oh, der eine ist weggegangen. Schade. Aber vielleicht kriegen wir den auch gewone-hitted mit dem Bogen. Probieren wir das mal aus. Yo, nice. 350 Schaden direkt in sein Face. Dann easy. Kommen wir? Ne, kommen wir nicht rüber. Müssen wir einmal außen rum gehen. Also ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie das Stealth-Gameplay auch eingeführt wird. Wie wir die versteckte Klinge kriegen. Da habe ich so Bock drauf, ey. Weil momentan kenne ich ja nur Fragmente von der Story und ihr ja natürlich auch. Und klar, ich habe jetzt gerade ein bisschen Informationsvorsprung. Aber selbst ich weiß es nicht und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das alles sich ausspielen wird und ob wir dann vielleicht sogar Assassine werden oder so. Vielleicht werden wir ja sogar Templer, who knows? Door is barred from the other side. Da ist einer noch am Rumstehen. Wait, da ist ein Heuwagen. Den können wir doch locker damit killen. Aha, komm her. Wollen wir irgendwie pfeifen? Ging das nochmal? Wolle! What's that about? Ah ja, Tastenbelegung muss ich mir nochmal besser einprägen. Rein hier in die gute Stube. Mega nice. So, da sind wir hier durch. Können einmal hier hinter in dieses Haus rein und looten gehen. Ja, hier gibt es nur eine kleine Kiste, ansonsten nix. Ah doch, hier noch ein bisschen Zeug. Hm, nicht der Rede wert. Und schleichen wir uns mal ein bisschen weiter hier nochmal durchs Dorf. Oh wait, die stehen hier richtig gut in dem Haus. Können wir easy killen? Bam! Als ob, ey. 30 Leder, bisschen Erz, naja, immerhin, und ein paar Pfeile. Ich verdecke, glaube ich, den Loot mit meiner Facecam immer, aber ist halt so. Machst du nix? Oh, wait. Da hat's einer entdeckt. Können wir den noch heimlich killen? Das wäre ganz sweet. Ah? Meine Fresse, ey. Am PC mit einer Maus hätte ich den locker... Oh, Mann. Locker gehabt. Alter! Als ob! Versteckt bleiben, Eivor. Er sieht uns natürlich direkt, okay. Stun Attack! Das hat reingeknallt. Generell sind die einfach hier gerade gefühlt. 540 Schaden, ey. Holy Magnoli. Upsala, jetzt sind wir auf einmal schwächer. Und Stun Attack. Ey, die Stun Attack ist einfach OP. Wenn du die Gegner in den Stun kriegst, sind die tot. Die sind einfach weg. Können wir hier einfach hochklettern? Ich sehe keine Stelle, wo er vielleicht da an diesen Knoten an der Tür. Ah, die gordischen Knoten führen immer zum Sieg. Einmal hier, hopp. Auf das Dach hinauf. Ist ein bisschen rutschig. Erinnert mich an die Pyramiden in Assassin's Creed Origins. Falls ihr euch daran noch erinnert. Ah, Pyramiden hochklettern war mega nervig. Aber da war dann halt cooler, wenn du dann angekommen bist. So, kleine Belohnung. Hier kannst du durch. Roms. Und dann haben wir hier eine Truhe. Bisschen Zeug, okay. Den da unten würde ich gerne mit dem Attentat killen. Ah? Kommt er in Range? Er kommt in Range. Nice!
Also bislang haben wir fast die ganze Zeit Stealth gespielt. Tonas Journal. Nachdem wir jetzt den Schlüssel haben, können wir jetzt endlich hier in diese Tür rein. Ich wollte schon die ganze Zeit gucken, was dahinter ist. Was in dieser nicen Höhle ist. Aha. Nix, wie Sie sehen. Ey, das ist ein Parcours. Das ist zu 100.000% so ein Assassinen-Parcours. Und was haben wir hier? Ein Letter von Eva. Unserem Eva. Und... Wealth collected. Huntsman Helm. Nice. Huntsman? Klingt nach. Richtig. Jäger. Bin mal gespannt, was das ist. Huntsman Sets. Increase Range. Okay. Also wir haben einen 5er Set Bonus jetzt von dem Raven Set. Aber mehr Range Damage. Ich glaube, es lohnt sich nicht. Weil wir jetzt halt hier vom Raven Clan Set den Bonus haben. Aber geil, dass wir ein Set halt gefunden haben. Freue ich mich drauf, das zu nutzen. Können wir Upgrade nochmal kurz fahren. Es ist schon sehr intuitiv alles gekennzeichnet. Mega easy. Oha, noch eine geheime Kammer mit einem Leuchtebuch. Wait. Leuchtebuch? Ich glaube, das ist ein Skill. Neue Fähigkeit. Raven Distraction. Sweet. Sweet, was ist das? Use your Raven Sinne to briefly distract enemies. Ah, der flattert dann so ran. Und nervt die. Mal unten, würde ich sagen, auf die A. Das benutze ich eh nicht. Ich hoffe, ich denke dran, die Fähigkeit mal zu nutzen, ey. Eigentlich wollte ich gerade zu Tonna, aber hier sind noch so ein paar von ihren Soldaten. Oh oh, die entdecken mich gleich. Kommen sie ran? Der eine kommt auf jeden Fall näher. Assassinate! Er ist down, aber... Kriegen wir einen Headshot? Hui. Easy. Easy kill, würde ich mal sagen. So, probieren wir mal den Multishot. Auf B. Das ist halt geil, oder? Boah. Halbes Leben weg. Sieht die mich? Ja, die sieht mich. Oh, oh. Tonna? Ich will keinen Thunfisch von dir. Tonna, chill, ey. Sie labert wieder nur einen Stuss hier. Stun! Stun Attack Esse. Es ist halt krass. Du hast halt irgendwie einen gefühlt garantierten Finisher, außer bei meinst du. Meine Fresse, ey. Ah, Stomp! Schade. Nur das Fenster dafür ist, glaube ich, bei Bossen kürzer. Oh, oh. Die knallt uns hier weg, ey. Holy crap. Ich komme nur noch zum Blocken oder probier zu blocken. Lass mal kurz weg hier. Hallo. Jetzt Bogen. Komm. Wow. Als ob. Du gehst einmal in... Ah, jetzt. Komm. Krass. Das war intensiv. Das ist Tonners Haus hier. Dann finden wir da bestimmt noch was Schönes drin. Natürlich ist es im geheimen Geheimkeller, den niemand kennt, weil er so geheim ist. Haben wir einen Loot? King Burgrets Offer. Ah, von Burgred eben. Und wir holen. Und ein Holzbein. So viele Holzbeine hier. Kann man da hinten rein? Nee, das ist zu. Das wäre geil. Alright. Zurück zu den Brüdern, würde ich mal sagen. So, da sind wir. Sigurd. Kannst stolz auf mich sein. Tell us you learned something. Ich habe was gelernt. Ledestre and Templebroth Fort. What do you know about them? Ledestre is a large village. And Templebroth, it's an old military fort. Not much else. Burgred could be at either one. We should check both as soon as possible. And what do we do with Tonna? I would bet the sweat off my sack she's writing to Burgred now, offering silver for a warning about us. You won't be seeing her again, not unless you're bound for Helheim. I'll collect now, if you don't mind. Ah, this one takes after me, brother. We should get moving, Drinkir. I can take the fortress of Templebroch. I will join you, Sigurd. That leaves me, Ledichester, then. All by my fucking lonesome. Bring a friend, brother. Maybe Eivor dares to be called that. Go on ahead. I'll catch up with all of you soon. Ich werde euch alle fangen. Kannst von ausgehen. Coole Kamerafahrt. Und wir gehen jetzt zurück nach
nach Hause, in die Base, ja. Nicht in die Settlement Base, aber in die Leicestershire Base. Multiple Quests akzeptiert. Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. War ein geiles Camp. Bis später. Euer Peter. Und natürlich hier zu einer coolen Quest treffen wir uns. Gucken wir dann. Ciao. Liebe Leute, mein Name ist Fahrknapp und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fahrknapp. Bis später. Euer Peter. Und natürlich gern die Glocke aktivieren. Aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und meinen Zweitkanal könnt ihr auch gerne abonnieren.